So, hi und hallo mal wieder. Ja, ich habe sie endlich bekommen. Die ist ja überall ausverkauft, seit Monaten, auch im Internet. Und was? Die Switch-Schutztasche in Zelda-Design. Ja, das ist das Zelda-Design. Das ist aber eine richtige Schutztasche. Und nicht einfach dieser Stoffbeutel, wie ich dazu sage, die ziemlich dünn ist. Wenn die hinfällt, dass die Switch auch kaputt gehen kann. Das ist richtig robust. Und was da jetzt alles drinne steckt, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Also, das ist sie jetzt. Ich weiß nicht, ob das so im Moment rüberkommt, aber da ist Zelda drauf. Oder Link. Link, um genau zu sein. Aber jetzt schauen wir uns die mal an. Endgültig habe ich sie wirklich bekommen. Ich sage ja, diese Tasche zu bekommen, das ist ja eine Katastrophe. Immer wieder wird man vertröstet. Ist egal, bei welches großes Internetportal, Kaufhaus oder. Nicht lieferbar, nicht lieferbar. Erst wieder in 8 Wochen und. Weil ich bin ehrlich, ich habe den Termin verpasst, wo sie rausgekommen ist. Aber jetzt habe ich sie mir endgültig gegönnt. Ja. Ah, Pappe kann ruhig kaputt gehen. Die braucht man ja nicht wirklich. So. Und das ist sie. Richtig edles Stück. Ah, die Pappe nachher so richtig abputzen. Also. Ihr kriegt sie in dieses helle Blau, gibt es die ganze Tasche und dann in Schwarz den Link da drauf mit dieses Zelda-Logo. Ist natürlich auch schön, aber ich wollte sie in dieses Grau-Schwarz haben. Und so macht sie richtig was her, wie ich finde. Und sie ist einfach stabil. Und das ist ja wohl richtig wichtig. Allein der Reißverschluss. Ach, da ist noch was dran. Müssen wir auch noch vor dem Entfernen. So, und jetzt wird sie das erste Mal von innen Luft kriegen. Und was ist da jetzt noch alles drin? Styropor könnt ihr wegschmeißen, braucht ihr nicht mehr. Eine Tasche mit Reißverschluss, um was zu verstauen. Und jetzt kommen wir zu das nächste Wichtige. Um die Spiele und Speicherkarten vernünftig einzupacken. Aber wie ihr selber seht, in Zelda Design. Und das ist richtig schön. Und natürlich eine kleine für die Memory-Karte. Ich hoffe, es kommt so rüber mit das Zelda-Logo. Das ist richtig gut, wie ihr seht. 4 Spiele oder 3 und eine Speicherkarte. Passt wunderbar hier rein. Und davon gibt es gleich 2 Stück. Auch jeweils mit dasselbe Design. Zweimal für Memory-Karten oder 2 Stück für insgesamt 8 Spielen. Alles mit das Zelda-Logo. Und das ist richtig gut. Und das ist das Blau, wo es die Taschen eigentlich immer gibt. Dann ein kleines Fach. Aber es ist richtig gut. Und die Switch passt wunderbar hinein, wie ihr seht. Und ist richtig geschützt. Und das ist wirklich das Wichtigste an einer Tasche, die man unterwegs benutzt. Das Design und der Schutz.
Wie gesagt, es gibt ja die einfachen Zelda-Taschen für die Switch. Das sind mehr, das ist einfach nur ein Stoffbeutel, wie ich dazu sage. Aber das ist richtig hochwertiger, stabiler. Zwar, es gibt noch stabilere. Aber in diese Preisklasse mit dieses Design einfach nur genial. Aber wie gesagt, jetzt gibt es sie im Moment wieder in diesem Farbton. Aber die werden, glaube ich, auch nicht mehr so hergestellt. Also wird da der Hype jetzt erstmal weiter drauf gehen und der Preis natürlich steigen. Am Anfang bei der Erstausgabe kostete sie 24 Euro und nach ein paar Tagen war die auf 50 bis 60 Euro angestiegen. Ja, diese Tasche, dieselbe Tasche, die am Anfang 20, hinterher so viel. Jetzt, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr sie auch so für 25 bis 30 Euro im Moment, wenn ihr dran kommt. Aber danach kommt sie nicht mehr. Also, jetzt werde ich versuchen, unter diesem Video zu verlinken, wo ihr sie auf jeden Fall sicher und bequem bestellen könnt. Günstiger müsst ihr selber schauen, ob es immer passt für euch. Aber sie ist wieder überall teilweise schon wieder jetzt wieder aus vergriffen, wie ich so schön sage. Aber ich finde sie eine mit der besten Switch-Schutztaschen, die wir zurzeit haben. Allein nur wegen dieses Design. Ich weiß wirklich nicht, ob es so richtig rüberkommt, aber es ist einfach nur schön. Und passt natürlich für jeden Zelda-Freund dazu. Also, wo ihr diese Tasche sicher und bequem bestellen könnt, werde ich unter dem Video versuchen zu verlinken. Ob der Preis immer noch stimmt, schaut rein. Ansonsten, jeder, der diese Tasche schon hat oder eine andere Zelda-Tasche, möge mir hier auf jeden Fall kommentieren, was dazu sagen, wie er sie findet, welches Modell er hat und, und. Wenn nicht für mich, dann auf jeden Fall für alle anderen, die sich vielleicht auch diese Tasche gönnen möchten. Oder die, wie ich sie sage, die dünnere Stofftasche. Aber diese Tasche, ich muss es zugeben, es ist richtig schön. Das Design. Dann das Zubehör in Zelda Design für 8 Spiele oder 6, wenn ihr jedes Mal die Memory-Karte drin lassen wollt, für 2 Memories, 8 Spielen in Blau mit Zelda-Logo, passt alles. Ich bin begeistert. Aber sowas von. Wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wer sie auch schon besitzt, was er davon hält. Ich muss sagen, ich bin richtig schön begeistert. Es passt in meine Sammlung. Vor allen Dingen kann ich sie jetzt bequem unterwegs auch mitnehmen. Wie gesagt, kann auch ruhig mal hinfallen. Es passiert nichts. Wer sie hat, wie oft sie hingefallen ist, alles in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, wenn nicht für mich, dann für andere. Aber schaut jetzt genau hin. Der Lichteinfluss jetzt bei mir ist etwas anders gegeben. Dann müsste das jetzt viel besser rüberkommen. Wie gesagt, von vorne, alleine mit den kleinen Abstecher in das Blau, in den Reißverschluss. Der eigentliche Reißverschlusshaken, den man zieht. Das typische Zelda-Logo. Stabiler Griff. Von hinten. Man sieht, dass da richtig dick gepolstert ist. Also, es ist ein schönes Stück. Bei mir in der Sammlung passt es. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie sie aussieht, was dahinter steckt und dass sie wieder zur Zeit zu haben ist. Wo? Verlinke ich unter dem Video. Ansonsten war es das mal wieder.
und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.